So, da wären wir wieder. Bevor wir uns jetzt um das Schweröl kümmern, möchte ich noch eine Sache ändern, beziehungsweise mehrere. Denn ich wurde darüber aufgeklärt, wie das mit den Active und dem Passive Provider Chest jetzt funktioniert. Also nochmal. Es wurde mir schon ein, zweimal gesagt, aber ich verdränge sowas ganz gerne. Also, die Active Provider Chests beliefern Requester Chests. Soweit alles bekannt. Aber sie beliefern auch Storage Chests. Das ist halt der Haken. Wir benutzen nämlich überall Active Provider Chests. Das heißt, die Sachen werden abgeholt. Und wenn der Abnehmer das gerade nicht braucht, also eine Requester Chest, wird sie in der Storage Chest eingelagert. Deswegen haben wir so viele Roboter, die nur rum... Ja, gib mir Rotchips. Deswegen haben wir so viele Roboter, die nur rumfliegen und nicht wirklich die Sachen dahin bringen, wo sie hingebracht werden sollen. Weil sie halt dann beschäftigt sind, die Sachen einzulagern. Das ist ganz, ganz doof. Und da kommen ganz schön viele rote Chips hier an. Das ist super. Super duper ist das. Ja, also ich werde jetzt gerne das so umstellen, dass wir keine aktiven mehr benutzen, sondern nur oder fast nur noch passive. Das heißt, ich hätte gerne 8 Stück davon. So, erstmal 5 und dann gucken wir weiter. Und dann muss ich nach und nach gucken, wo wir welche Kisten hinpacken. Also Requester Chests. Du kriegst keine Provider Chests, weil wir die Sachen gleich runterliefern. Und hier sind sehr viele grüne Härmchen. Das heißt, die Kiste brauchen wir gar nicht mehr, weil es von hier drüben rübergebracht wird. Okay, du kannst weg. Oh, Shotgun-Geschwindigkeit. Das können wir nicht. Lab Efficiency. Laboratory Speed 30%. Nö, brauchen wir auch nicht. Züge. Ist für mich noch ein bisschen früh für Züge. Dafür haben wir noch recht viele Ressourcen in der näheren Umgebung. Aber wir könnten es schon mal forschen und später dann nicht so ein Problem wird. Die Sachen bringen uns alle jetzt nichts. Personal Laser Defense. Wir haben noch nicht mal eine Power Armor. Speed Module 2. Speed plus 30%. Die alten Module haben, glaube ich, nur 10 oder 20 gebracht. Boah, 5 blaue Chips. Grrr. Shotgun Shell Damage Research. So, also das kann weg, das kann weg. Wo hatten wir jetzt Requester? Die Sachen, die hier produziert werden, auch weitergegeben. Hier, rote. Rote Chips. Hat eine Active Provider Chest. Soll aber Passive Provider Chests haben. Weil die Dinger sollen nur ausgeliefert werden. Die sollen nicht eingelagert werden. So, der Rest. Requester. Was requestest du eigentlich? Eigentlich grüne Chips, aber das haben wir ja auch umgestellt. Grüne Chips werden nicht hergestellt, weil gerade kein Eisen da ist. Das sollten wir auf jeden Fall auch ändern. Dahin kommt eine Requester Chest. Da. Du. Du bist eine Requester Chest mal wieder für Eisen. Hättest gerne immer 100 Eisen vorrätig. Das kann ich jetzt machen. Vorher hatte ich ja immer wieder die Gedanken gehabt, dass ich habe nicht genug Roboter und später, wenn ich genug Roboter habe, dann können wir das machen. Aber jetzt mit diesen passiven Kisten müsste das eigentlich klappen. Weil dann wird durchgehend das Ding der Beliefer so lange, bis es voll ist. Und wenn es voll ist, dann wird es halt nicht im System eingelagert. Und das ist der sehr, sehr wichtige Unterschied. Also das gucken wir dann gleich. Förderbänder werden zu einer stinknormalen Kiste gebracht. Das ist nicht gut. Du bist bitte eine Passive Provider Chest. Das heißt, wenn das Grüntrank-Ding Fließbänder braucht, wird es beliefert. Sonst wird es einfach nur sonst wird es einfach nur zu den 2000 anderen Fließbändern gestopft. Hier, du bist eine Active Provider Chest. Aus dir machen wir eine passive. Du wirst eine Requester Chest für Eisen. Requester Chest für Eisen. Bitteschön, Eisen. 100 Stück. Das heißt, auch du wirst durchgehend von Robotern befüllt werden. Das ist, könnte problematisch werden. Aber mal gucken. Das könnte definitiv problematisch werden. Und das sind alles aktive Kisten hier. Das geht gar nicht. Stopp, Jungs. So. Und einer von euch wird eine passive Provider Chest. Du. Also du befüllst jetzt
nur Roboter, die zu Requester Chests fliegen. Bisher sehe ich allerdings noch keinen einzigen Roboter anfliegen, was ein wenig komisch ist. Aber es kann daran liegen, dass alle Kisten, die gern Eisen hätten, schon Eisen haben. Außer die hier oben bei den Chips. Du, warum kriegst du jetzt kein Eisen? Also es ist schön, dass wir jetzt Batterien bekommen von unseren Roboter-Minions. Aber warum kommen da keine Eisenplatten an? Ich scroll mal raus, um zu gucken, was die alle so machen. Die bringen Plastik hin und her, das ist gut. Wir brauchen nämlich ganz viele rote Chips. Aber ja, da unten ist ein bisschen Plastik, da ist Plastik. Batterien kommen. Ich sehe kein Eisen. Sehr komisch. Noch ein Ding, das wir unbedingt anschließen müssen ans System, sind die roten Engines. Die sind noch gar nicht verbunden. Da hinten sind sie nämlich. Roboport. Wo packen wir den Roboport hin? Einfach hier so? Ist ein bisschen unorthodox, oder? Aber es geht mir echt nur um... Ja, pflanzen wir einfach dahin. Geht mir echt nur darum, dass die Assembling-Maschine hier oben damit drin ist. Und das auch nur temporär, weil das hier auch nach oben kommt. Zum Schweröl, ne? Aber ja, bis dahin wäre schon mal ganz schick. Ich brauche neue Requester-Chests. Und zwar brauchen wir hier eine Kiste. Die hätte gerne stinknormale Engines. 10 Stück. Dann hätten wir hier gerne eine Kiste, die braucht grüne Chips. Das machen wir wieder von Hand. So, und da ist eine Passive Provider Chest, die nur die Requester Chest bei Skynet befüllt. Und dann müsste das passen. So, Engine wird geliefert, du wirst rausgebracht, bis dahin war alles gut. Also jetzt müsste die Roboterproduktion wirklich vollautomatisch laufen, weil vorher haben sie halt keine neuen Engines bekommen, wodurch sie keine neuen Roboter bauen konnten. Also keine neuen Flying Frames und dadurch keine Roboter bauen können. Und ich brauche echt tierisch viel mehr rote Chips. Das ist ganz schön garstig. Obwohl, was fehlt jetzt? Smart Chest. Für Smart Chest fehlt Steel Chest. Für Steel Chest fehlt einfach nur Stahl. Hier sind zu viele Solarzellen. Hier ist die. Du requestest auch Eisen. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Wir haben jetzt schon 4 oder 5 Kisten, die alle gerne Eisenplatten hätten. Und kein Roboter bemüht sich, da was hin. Oh. Und kein Roboter bemüht sich, da hinzugehen, weil das doofe Ding gar nicht in dem, ne, Einzugsgebiet ist. Das erklärt es natürlich. Das heißt, wir bauen hier einfach mitten in die Pampa auch noch ein Roboter. So. Jetzt dürften da ganz viele Roboter angeflogen kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, oh. Dich verfolge ich mal. So, hoch. Wo fliegst du hin? Da fliegst du hin. Zack. 100 Eisenplatten. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So oder so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt. Jetzt arbeitet er die 100 Eisenplatten erstmal ab. Zwischendurch kommen noch kleine 9 dazu. Und sobald das zu gering wird hier drin, geht wieder so ein riesiger Fliegenschwarm los und holt davon einen ganzen Stack. Gut, gut, gut. Okay, also grüne Chips werden produziert, haben aber noch eine aktive Provider Chest. Die brauchen die passive. Also brauchen wir wieder Stahl. Da. Du bist eine aktive Provider Chest, das ist auch falsch. Du musst auch eine passive werden, aber wir haben langsam keine, ne? Ihr seht ihn das Problem. Wir brauchen Stahl, um Passive herzustellen. Solange da keine Passive ist, wird der ganze Stahl eingelagert. Das heißt, wir gehen einfach zum Lager und plündern da. Kein Stahl. Kein Stahl, aber ganz viele Engines, die nehme ich mal mit. Und bringen sie einfach händisch nach oben. So. Genau. Hoch, hoch, hoch. Und dann hoffe ich mal, dass in der Zeit... Was? Ah, ja, du. Du. Brauchst auch noch Kisten. Brauchen alle Kisten. Ich wollte aber jetzt erstmal zu den roten Engines wieder. Dahin. Brutzel, brutzel, brutzel.
Wir haben Stromprobleme, weil Nacht ist, das okay. Du kriegst ganz viele Engines. Rote Engines in einer Passive Provider Chest. Oh, Stahl, sehr schön. Die roten Engines. Ich glaube, ich hatte Skynet zwischenzeitlich abgeschaltet. Obwohl es eigentlich gar nicht funktioniert hat. Ist es jetzt wieder in Betrieb? Du hättest gerne Logistikroboter. Okay. Du. Ja, sieht alles gut aus. Active Provider Chest. Das ist bei denen auch kein Problem, weil die werden ja recht langsam hergestellt. Du hast Stahl. Den klaue ich mir aber mal. Weil ich hätte gerne mehr Stahl als du. Und da kommt der nächste Roboter. So, Test. Bist wieder runtergebracht. Bist da eingeliefert. Und eingelagert, okay. Wo war ich? Es ist so viel, was ich jetzt umbauen muss. Also grüne Chests werden produziert. Fließbänder werden produziert. Iron Chest. Das muss auch noch eine Requester Chest. Wir bauen mal eine davon. Du. Dahin. Du hättest gerne Eisenplatten. 100 Stück. Das heißt, du bist auch eine der Kisten, die eine ganze Weile lang nicht befüllt wird von den Robotern, weil da ist genug Eisen drin. Das sind halt alles die Sachen, die ich vorher händisch gemacht habe. So, du lieferst dem System Ärmchen. Du forderst vom System Platten und Chips. Alles gut. Du. Du. Kannst ruhig eine aktive Kiste behalten, weil so häufig wird das nicht hergestellt. Und das Ding wollte ich hier echt von Hand betreiben. Weil ich habe keine Lust, dass wir jetzt eine ganze Kiste voll mit Engines produzieren, wovon wir gar nichts brauchen. Also wenn irgendwann Mangelerscheinungen entstehen, dann mache ich das von Hand wieder an und schmeiße von Hand Sachen rein. Das ist okay. Genauso bei Rohren. Rohren will ich auch nicht automatisieren. Grüne Chips. Ja, hier ist noch was. Hier ist es Kupferdraht. Daraus machen wir auch eine passive Kiste. Passive Kiste da. Also nur, wenn irgendwo Kupferdraht gebraucht wird, was nicht automatisch angeliefert wird. Darauf muss ich unbedingt achten. Weil es sind ja schon ein paar Systeme mit Kupferdraht verbunden. Wenn wir die jetzt mit Robotern beliefern würden, wäre es einfach nur ein bisschen redundant. So, hier haben wir Zahnräder. Da sind auch ein paar drin. Ich hätte gerne eine Requested Chest. Ich hätte hier gerne noch eine Kiste, die lange, lange nicht beliefert wird. Aber wenn sie dann beliefert wird... Was? Wo ist das? Da. Da. Aber wenn sie dann beliefert wird, dann freue ich mich, weil normalerweise würde es dann zum Stocken kommen und ich es erst 10 Folgen später merken. Und so kommt es halt gar nicht zum Stocken. Forschung ist auch gleich durch. Sehr schön. Und was machen wir jetzt mit dem Eisen hier? Das sollten theoretisch dann auch passive Kisten werden, ne? Eigentlich schon. Kupfer, also Kupferplatten, werden zu Kupferdraht verarbeitet, aber nicht komplett. Hier haben wir noch so einen kleinen Vorrat an Kupferplatten und Kupferdraht. Wollen wir daraus eine aktive Kiste machen, damit es eingelagert wird? Ich glaube, wir haben langsam nicht mehr genug Platz, oder? Doch, ist mehr als genug Platz, okay. Also Roboter, die nichts zu tun haben. Hahaha. Nimm bitte das Zeug da drauf. Wow. Ich habe nichts gesagt. Da lauern ja ganz viele, die nichts zu tun haben. Und die machen jetzt die Kiste leer. Zup. Dreiviertel Stack jedes Mal. Zup. Dauert trotzdem noch eine Weile, aber wenn die erstmal später noch dreifach mehr Traglast haben und so weiter, wird das bestimmt richtig gut abgehen. Ja, also mach die Kiste leer, tu das ins System. Und wir gucken, was wir damit später machen müssen. Aber wir brauchen auch noch Kupferplatten direkt im System. Das heißt, wir schnappen uns wahrscheinlich hier eine passive Provider-Chest. Da. Und ein Ärmchen. Und dann nehmen wir uns hier die Sachen, die sich aufstauen. Warum sind das so viele Roboter, die einfach nur rumfliegen und nichts machen? Oh, die wollen aufgeladen werden. Ugh. Okay. Wenn es eine Forschung gibt für schnelleres Aufladen, sollten wir uns die unbedingt holen. So, du befüllst erstmal das Ding da.
Das Fiepen ist doch dezent nervig. Was mit dir? Du bist einfach nur eine fast leere Kiste. Du wirst abgebaut. Zahnräder. Ja, Zahnräder werden gar nicht mehr hergestellt, gerade merke ich gerade. Das heißt, du müsstest eine Requester Chest werden für Eisen. Ich würde es gerne begrenzen, wie viel Zahnräder im System eingelagert werden. Kann ich das irgendwie? Kann ich einer Storage Chest sagen, ich hätte nur gerne so und so viel? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, das ist eine Sache, die ich gar nicht bedacht habe. Also wir haben jetzt schon 6, 7 Requester Chests für Eisenplatten. Wenn ich jetzt hier noch eine hinpack, wird einfach durchgehend Zahnräder hergestellt. Egal, ob ich sie brauche oder nicht. Naja, so lange, bis die passive Dingens-Chest voll ist. Das dauert aber ganz schön lange. Also das ist unsere einzige Möglichkeit, die ich jetzt momentan sehe, um zu regulieren. Da. Und eine Requester Chest. Da für Eisenplatten. 100 Stück. Das heißt, es werden jetzt Zahnräder hergestellt. Wieder mal. Und zwar wieder sehr viele. Und diese komplette Kiste wird sich füllen. Diese komplette Kiste wird sich füllen mit Zahnrädern. Und es wird sich nur anstauen, wenn nicht genug Abnehmer da sind. Und dann werden sich die Eisenplatten hier auf dem Fließband stocken. Und dann wird auch die Requester Chest nicht mehr befüllt. Aber das dauert eine ganze Ecke. Shotgun Shells. Bullet wollen wir nicht.